Tja, ihr Lieben, es ist ja in den letzten Tagen ein etwas heiß diskutiertes Gewässer geworden. Dieser Moskito. Und da habe ich mir gedacht, Alden, da musst du doch mal hin und mal gucken, was denn da so geht. So richtig wahnsinnig viel habe ich jetzt in den letzten Tagen da ja noch gar nicht geangelt. Ich habe mir gedacht, komm, lässt du den erstmal so richtig sich einleben. Und heute habe ich mir da gedacht, komm, guck mal rein. Schön mit dem YouTube-Account hier, mit dem Kleinen, der gerade auf dem Weg ist in Richtung 21. Und mit dem fange ich jetzt gerade einfach mal an und schmeiß hier meine kleinen Fiederruten rein. Ich habe verschiedenste Köder angeschmissen. Ich habe jetzt ein bisschen rumprobiert. Ich habe gerade auch schon mal den Spinner rausgeworfen hier an der Stelle. Wobei das auf der kleinen Corona Spinning Rod, also wenn man jetzt wirklich ganz frisch anfängt, da hatte ich da doch nicht so ausreichend Muße. Dann hatte ich noch mal ein bisschen gestippt, denn auch Stippen ist ja das Erste, was man hier macht. Ah, und was man auch noch macht, ist erstmal das Intro. Jetzt kann es weitergehen. Also, Stippen, Grundangeln und so weiter, das alles macht man hier. Stippen war gar nicht so schlecht. Ich habe hier die Standard-Stippe, die man hier hat, die Telestick TL16, also nichts Besonderes, damit fängt man halt auch an. Und also Grundruten habe ich mir halt jetzt mittlerweile auch geleistet, oder ne, wenn ihr die Tutorials schon ein bisschen verfolgt, diese FD100, das ist ja auch immer noch aktuell. Es hat sich ja quasi nur das Gewässer verändert hier, das erste, der Moskitosee ist ja anders. Ja, das heißt also jetzt erstmal neue Spots suchen und gucken, wo man hier was fängt. Und ich habe mich jetzt hier mal in diese Ecke gestellt. 1 Meter flaches Gewässer, eine kleine verschlonzte, schön zugewachsene Area. Da hat er wieder losgelassen. Und in dem Bereich habe ich es jetzt einfach mal, wie gesagt, ausprobiert. Und zwar, wir gehen mal eben kurz ins Setup rein. Ich weiß gar nicht, ob ich das verschieden gebaut habe. Nö. Genau, alles mit einem kleinen 10er-Haken. Wie auch schon in den anderen Tutorials gesagt, für mich, für den Anfang oder die empfehlenswertesten Haken, die auch preislich top sind, sind diese hier. Einmal ein 20er, ich sag mal zwischen 24er und 18er-Haken. Je nachdem, was da ist. 20er ist ein schönes Ding. Dann hier den 10er und einmal einen 4er Haken. Diese Hakengrößen einmal verwenden. Dann gibt es, glaube ich, auch im Tutorial schon die Info, dass man hier diesen Brotteig einmal herstellt. Mit dem angel ich. Dann gibt es genauso im Tutorial die Info, dass man einmal mit der Marder angelt. Mit der habe ich auch gerade probiert, an der Stippe. Das war ein bisschen weniger gut. Und seit ein paar Tagen habe ich immer mal wieder probiert hier mit der Borkenkäferlarve. Die wird im Tutorial nicht erwähnt. Aber auf der Borkenkäferlarve hatte ich zuletzt einige Rotaugen. Und wie wir ja aus verschiedensten anderen Videos auch schon wissen, kann man auch mit Rotaugen ganz gut Kohle machen. Und schön was rausziehen. Jetzt ist hier gerade wieder ein bisschen Flaute. Jetzt bimmelt's hier. Na, auch schon wieder losgelassen. Also ein bisschen länger bimmeln lassen. Länger bimmeln lassen, am besten bis der Kopf der Rute richtig schön nach unten gezogen wird. Und dann erst anheben. Dann mit der Taste R gucken, ob da diese Fehlermeldung kommt. Und dann mit Steuerung und rechter Maustaste anschlagen. Rapui, Alter. Machen wir das mal direkt jetzt bei der hier. Hier bimmelt das jetzt los. Warten, 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 warten. Dann hat der Fisch keinen Bock mehr. Dann geht er rüber zur mittleren. Oder? Tatsächlich, ne? Der hat erst am Borkenkäfer hat er rumgenuckelt. Hat sich gedacht, boah, ne, jetzt so einen feisten Borkenkäfer. Dann nehme ich lieber noch ein leckeres Baguette, Alter.
Und das war ihm schon zu lang im Wasser, dann nimmt er lieber das hier. Ah doch, hier, da bin ich jetzt auch wieder los. Und auf der 2 auch. Also alle drei sind gerade irgendwie aktiv. An allen drei Routen ist was dran. So, und jetzt in der Mitte zieht sich das Schild runter. Auf der 1 fangen wir an. Die 1 nehmen wir jetzt in der Hand. Federmeldung kommt. Rechte Maus, R-Taste gedrückt. Jetzt Steuerung, rechte Maustaste. Bam. Und dann einkurbeln. So. Wunderschöner Giebel. Meisterhaft gelandet. Wunderbar. Nächster. Fehlermeldung, anschlagen, reinkurbeln. Man will ja keinen verlieren, auch wenn er nur 100 Gramm schwer ist. Denn auch diese Fische will man haben. Alles abgeben am Café. Jetzt bimmelt es hier schon so lange. Anschlagen und rein damit. Ich hatte gerade schon mal probiert hier. Oh, schöne Karausche. Schönes Gerät. 500 Gramm Karausche. Ich hatte gerade schon probiert, auch mit Mistwurm. Hatte hier auf dem guten Mistwurm gerade auch schon eine Schleie. Die hat richtig Gas gegeben. Dicke, fette Schleie mit 1,25 Kilo. Schönes Gerät. Ja, die hat aber tatsächlich auch, die ist hier schön abgezogen bis da oben hin. Da musste ich tatsächlich auch ein bisschen hier rumlaufen. Musste die so ein bisschen drillen. Und dann konnte ich die langsam ranziehen. Die hat aber so, ja, so 3-4 Minuten ist die erstmal abgezogen. Da konnte ich nichts gegen machen, ey. Mit dem leichten Angelsetup. Auf dem einfachen Mistwurm hier. Ja, aber grundsätzlich von der Frequenz, und wenn ich mir das so anschaue, das waren jetzt hier mal 3 in einer Minute. Dann zwischendurch mal wieder ein bisschen Pause. Dann waren hier im Minutentakt wieder die Fische. 7, 8, 9. Also man sieht an der Anzeige hier, an der Minutenanzeige, wie viele hier reingehen. Und es ist soweit okay. Es ist halt also wirklich ein Low-Level-Gewässer. Das muss man halt immer jetzt betrachten, auch wenn das schön und neu ist. Und auch wenn mit Sicherheit hier schon fantastische Fische gefangen worden sind auf die wildesten Teigkombinationen und was nicht alles. Das ist halt das Gewässer für Leute, die das erste Mal sich oder das zweite Mal sich ans Wasser stellen. Das erste Mal ist ja diese schäbige Schläfergrundel dran, die man rauszieht im Tutorial. Und dann geht es ab hier halt los, dass man sagt, ja, jetzt wird hier richtig geangelt. Und anhand des Tutorials, wie gesagt, wenn man da dran schon jetzt sich mit den Ködern orientiert, sollte man doch auch ein bisschen was fangen. Also ich würde sagen, das ist hier schon mal eine ganz gute Stelle. Das kann man hier, glaube ich, machen. Das heißt, wenn man hier in der City hier oben, da ist ja der, das ist, glaube ich, der Fischhändler hier, dann geht man hier einfach eben zack rüber. Sofort hier zweite Ecke. Und dann rein damit mit den Ruten. Wie gesagt, auch mit der Stippe stand ich hier gerade. Man konnte ganz gut auswerfen. Ich gucke gerade mal, irgendwo bimmelt es doch die ganze Zeit. Ist da irgendwo was dran? Hier nicht. Auch nicht. Da theoretisch. Doch, auch gehakt. Sehr gut. Kleines Rotauge. Packen wir das Ding mal eben ein. Nehmen die Stippe raus hier. Made, genau. Was ich gerade noch machen wollte... Einstellung, ich mache mal so auf 50 cm Tiefe mit der Made und dann schön weit raus. Bisschen wieder zurückziehen, damit man ein bisschen Spiel hat hier mit der Schnur auch. Und dann gucken wir mal, ob da was geht. Mit Z kann man dann nochmal ranzoomen. Und dann schauen wir mal, ob auf der Made hier was beißt. Wenn jetzt hier, wie gesagt, ein paar Rotaugen rangehen, wäre das schon top. Das würde mich ja schon freuen. Ansonsten war das gerade, ich hatte gerade auch die Zuckmückenlarve, die hatte ich schon dran und das hat funktioniert. Und es ging eigentlich recht schnell los. Das war eben das, wo ich gesagt habe, oh, also wenn man hier mit dieser Route als erstes halt steht und dann geht sofort die Frequenz los, ist das gar nicht schlecht. Das weiß ich jetzt gerade nicht ganz genau. Ich meine aus dem Tutorial... wird gesagt, nach einem
oder stell die diese Stippe, im Tutorial wird gesagt, stell die Stippe auf 1 Meter ein. Könnt ihr mal unten kurz runterschreiben in die Kommentare, ob das wirklich so war. Wobei mir dann halt 1 Meter hier an der Stelle irgendwie nicht so passt. Das ist ja nur 1 Meter tief. Das wäre dann, glaube ich, eher eine Sache, wenn man wirklich hier in der City ist und man geht raus an diesen Anleger. Hier ist ja der Steg, der Bootsanleger. Hier könnte ich mir dann vorstellen, auf 1 Meter Tiefe, das können wir ja gleich mal testen, dass das dann da funktioniert. Ich würde sagen, wir testen das am besten direkt. Wenn das denn klappt, hätten wir schon direkt 2 Spots. Also, hin da. So, und da kommen wir hier an. Hier ist der Bootsanleger. Wunderbar. Wohin orientieren wir uns denn mal? Wo könnten wir denn mal hin? Das Gewässer wird von da nach da flacher. Nach dahin immer tiefer. Gehen wir mal mehr in Richtung des Tieferen. Werfen dann hier einmal die Borkenkäferlarve aus. Als Köder. Und einmal den Brotteig als Köder. Beides mal auf dem 10er Haken. Da hat sich jetzt nichts verändert. Auch gar nicht so weit. Und als nächstes dann hier die Made auf 1 Meter Tiefe. Ja, noch ein bisschen. Das geht ja hier mit Plus Minus. Aber ich glaube, das wird ja auch im Tutorial gesagt. So, nicht ganz so weit. So ein bisschen wieder zurück. Bisschen Spiel. So. Schauen wir mal. Das wäre jetzt die Basiseinstellung. Oder mit dieser Einstellung würde jetzt der komplett unerfahrene Angler würde hier ankommen. Also bei der Stippe. Die Grundrouten, die muss man sich erstmal hart erarbeiten. Aber dafür muss das halt hier an der Stippe laufen, ne? Das ist ja halt das A und O. So, da geht die Borkenkäferlarve, die geht schon direkt wieder steil hier, ne? Und da zieht er ab. Zack. Anschlagen hier. Schönes Rotauge. Ich werfe mal hier so ganz knapp nur aus. Dann wieder die Schnur mit Y ein bisschen stramm ziehen. So. Aber das scheint gar nicht so sexy zu sein, ne? Mit der Made. Nehmen wir mal den Teig. Das ist jetzt auch ein kleiner 18er Haken. Das ist auch gar nicht so riesig. Dann gehe ich nochmal, ziehe den nochmal so ein bisschen näher hier zum Schilf. Auf dem Teig. Wobei auch der Teig auf Grund hier gerade gar keine Anstalten macht. Aber an der Stippe. An der Stippe wurde er zumindest schon mal runtergezogen. Werfen wir mal nur so halb aus hier. Gucken wir mal, was da gleich dran geht. Und wie gesagt, lasst euch nicht irritieren von den Fischen. Hier sind jetzt einige bei, die maßig sind mit dem Haken. Aber mir sind eben auch gerade an diesen kleinen Gewässern die Fische ganz lieb, die einfach, also auch unmaßige lieb, weil sie eben auch hier im Café in den Aufträgen gerne drin sind. Und dann gebe ich doch gerne so einen Fisch ab, der beim Fischhändler gar keinen Preis hätte. So gut wie gar keinen. Na, komm mal her hier. Das Zuppeln ist auch cool. Ich muss mich wahrscheinlich, also ich ringe mich da immer noch durch, was ich halt mit dem Account mache. Aber ich kann mich wirklich bisher echt gut damit anfreunden, dass ich hier aufs Stippen gehe. Das wird dann der Kollege, mit dem ich hier auf Dauerstippe gehe. Und mit dem anderen bin ich halt hauptsächlich am Spinnen, beziehungsweise, ja, der ist jetzt schon so weit, da kann ich auch irgendwie alles erledigen mit. Grundangeln, Spinnen, Matchrouten, alles. Aber so ein bisschen konzentrieren hier aufs Stippen, das habe ich wie gesagt mit dem Großen bisher noch nicht so wirklich gemacht. Da zuppelt es wieder los. Zapp. Ich krieg's nicht gehakt hier. Woran könnte es liegen? Woran könnte es liegen?
Es liegt natürlich am Fisch. Es liegt natürlich am Fisch. Ich würde sagen, der olle Fisch ist da so zaghaft dran. Ich habe keine Ahnung, was da dran geht. Oh, jetzt, das ist aggressiver. Das ist schon mal ein aggressiveres Zuppeln. Und da geht er auch dran. Okay. Ja! Stippen. Qualifikation Stippen. Gucken wir nochmal an. Das ist auch sehr schön. Also ich finde, das ist eine sehr schöne Ergänzung im Game, dass die jetzt hier diese Geschichten reingebracht haben. Das heißt hier diese Qualifikation. Da hat man wirklich nochmal eine schöne Möglichkeit, einfach zu gucken, auf was gehe ich. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr seid der große Spinner, dann könnt ihr euch hier oben auch noch dieses Häkchen anhaken. Spinfischen. Und wenn ihr sagt, ihr seid eher so der große Fiederer, macht ihr hier so das Häkchen dran. Dann steht hier oben Meister Fiederer, Alter. Der Fische kloppen, Meister Fiederer Stufe 1. Oder eben Spinning. Oder irgendwann jetzt gleich kommt dann bestimmt hier auch das Stippen. Dann ist er der Stippmeister. Mit Prädikat, Alter. Ui, 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 guck mal hier. Guck mal da, ey. Schöne dicke Karausche. Boah. Hat ein Gerät, ey. Wieder auf Borkenkäferlarve. Und da geht wieder ab die Stippe. Komm, 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 komm. Aber ist wieder hochgegangen. Komm, geh nochmal runter. Oh, oh, oh. Nee, noch nicht. Guck mal, wie zaghaft die dran gehen. Das ist einfach das Bissverhalten. Also, dass es gerade nicht gehakt ist, liegt am Fisch, aber am Bissverhalten des Fisches. Das heißt, er zieht ein bisschen runter, lässt dann wieder los, zieht dann vielleicht nochmal. Und wenn er erst vielleicht beim dritten Mal richtig runterzieht, dann erst anschlagen. Das triggert einen natürlich. Und wenn man dann eben zu früh anschlägt, ist er weg. Da ist er einfach weg. Oder er sagt sich, jetzt habe ich überhaupt keinen Bock mehr drauf. Vielleicht hat er den Teig hier schon abgenübbelt. Nüm, nüm, nüm. Jetzt ist der ganze Teig weg. Der Haken ist blank und der Fisch ist weg. Oh, guck mal hier, ey. Alter, eine olle Brasse. Auch hier auf Borke. Borkenkäferlarve best. Aber jetzt guckt euch mal an, wie wenig hier auf Grund geht mit dem Brotteig. Uff, jetzt aber. Komm, 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 komm. Ah, zu spät. Also, Stippe und Brotteig. Ja. Grundangeln und Brotteig. Nee. Zumindest hier am Steg. Also, was hauen wir dran? Mistwurm hauen wir dran. Halt. Was kann man sich immer noch holen im Tutorial? Am Waldsee. Hinten hier an der Hütte. Einfach auf... Uff, was war das? Was? Y. Auf Ersatz Posenset. Dann kriegt man Regenwürmer ja gratis. Also nehmen wir Regenwürmer. Nehmen wir Regenwürmer. Siehst du, und jetzt geht die Stippe schon wieder los. Ein Stückchen nach hinten gehen, damit die Schnur ein bisschen verkürzt wird. So, und der zieht so ein bisschen weg. Hebebiss. Hebebiss, das heißt, der Fisch hat den Köder genommen, ist weiter nach oben geschwommen. Die Pose kippt um, liegt flach und das ist auch quasi ein Zeichen. Nicht nur runterziehen, sondern eben auch die andere Richtung. Die Pose kippt um, liegt flach, zack, anschlagen. Gib ihm. So, weiter geht's hier. Guck mal hier. Gerade geändert, auf dem ollen Regenwurm. Und da ist sofort ein Biss. Eine olle Güster. Eine kleine Güster. Schön. Lange nicht gehabt. Und da schon wieder. Guck mal hier, ey. Stippe. Na komm, wo ist er? Wo ist er? Ah, da. Stippe. Stippe und Brot. Jawohl. Grundruten. Ui, 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 ui. Ruhig bleiben. Langsam hochdrehen. Alter. Was hat er denn? Was macht er denn hier? Ein 600 Gramm Rotauge? Der war aber drauf, ey. Ich
Ich weiß nicht, ob ich die Routen irgendwann mal reparieren muss. Die habe ich jetzt ja auch schon eine Weile. Und tatsächlich auch gar nicht irgendwie geschont. Wieder eine kleine Brasse. Ja, aber so ist das, finde ich, doch im Großen und Ganzen gar nicht schlecht. Und ich habe jetzt, wie gesagt, noch nicht das gesamte Gewässer hier detailliert, Stück für Stück, mit jedem Köder, mit jeden Hakengrößen, mit verschiedenen Methoden und weiß der Geier was. Das muss man ja quasi Stück für Stück sich alles durcharbeiten. Ich habe es noch natürlich überhaupt gar nicht durch. Also wirklich nicht. Aber es gibt hier verschiedenste Stellen, die einfach ähnlich sexy aussehen. Und ich glaube, wenn man jetzt mit diesen Ködern, mit diesen Basics es ausprobiert, da wird man doch hier was fangen, oder? Ich höre halt ständig das Rumgeunke, dass man an dem Gewässer gar nichts fängt. Naja, aber man fängt doch. Ich habe jetzt hier über 30 Fische schon rausgezogen. Ist doch voll okay, da bin ich schon wieder los. Geht doch. Wenn ich mir überlege, jetzt hier noch eine zweite Stippe als Anfänger, zwei Stippen, zweimal Brotteig, da kriegt man doch schon was raus. Und dann einfach an den verschiedensten Stellen ein bisschen rumprobieren, mit den kleinen Haken. Irgendwann die nächste Stippe holen, da hat man schon drei Stippen. Dann hat man schon Stressregel... Ach, wieder nicht gehakt. Dann hat man schon Stress. Gucken wir mal eben hier ins Café, bevor es dunkel wird. Schauen wir mal eben hier in das Café. Und gucke mal da im Café. Ich könnte sogar noch ein paar mehr rausziehen. Eigentlich, ich warte sogar noch. Fünf von diesen. Fünf Fischmark, wo sind sie? Karausche. Diese Karauschen bringen im Verkauf 0,03 Silber. Nichts, sozusagen. Diese Dinger bringen hier 16. Also fünf davon bringt, keine Ahnung, 22 Silber. 0,22 Silber zu 9 Silber hau mich tot. Also, ich komme hier, ich hau die einfach rein. Ey. Zack, die 10 Silber nehme ich mit. Schläfergrundel habe ich gerade nicht. Kleine Giebel, ah, das ist aber ab 350 Gramm. Zwei Stück, dankeschön. Auch schon los. Kleine Giebel. Unter, ab 30 Gramm, das sind diese ganz kleinen. Da muss ich noch dran. Güster noch, dicke, fette Karausche ab einem Kilo. Das ist mal ein schöner Auftrag. Ab einem Kilo, ne, ein Kilo, ne, sechs Stück. Sechs Karauschen, ein Kilo, das mache ich auch, ey. Das ist zum Beispiel so eine Sache. Für sechs Karauschen, ein Kilo, den Viererhaken dran nehmen. Viererhaken, Brotteig und dann gib ihm. Guck mal hier, winzig kleine Güster auf Regenwurm. Fünf Stück, 28 Silber. Ja, Leute. Also, da sagt mir doch mal einer, man könnte hier keinen Silber machen. Jetzt fehlt mir gleich nur noch ein Rotaugenauftrag. Oder zwei oder drei Rotaugenaufträge. Dann mache ich ihm hier richtig rich, Alten. Oh, es bimmelt schon wieder. Also, ran hier. Und für die alten Hasen, die sagen, hier lübt nix. Einfach mal back to the roots. Drauf besinnen, als was man hier anfängt, was das für ein Gewässer ist. Und dann einfach mal mit den Basics hier irgendwie was rausziehen. Einfach mal schön hier die Ehrenfischer. Wie heißt das? Ehre? Nee, es heißt Qualifikation. Einfach hier mal so ein bisschen dran rumstippen und machen. Geht doch, ey. Und für die ganzen Anfänger und die, die gerade hier frisch hingekommen sind, lasst euch nicht entmutigen. Das ist das Wichtigste. Es ist gerade mit dieser ollen Stippe hier am Anfang wirklich, wirklich schwierig. Probiert damit viel rum. Jetzt zum Beispiel hier auch mit der Höhe sozusagen, wo wird der Köder präsentiert. Dann macht er mal eine 30, mal eine 50, mal einen Meter. Je nachdem auch, wie tief das hier ist.
einfach ein bisschen rumprobieren auf die verschiedensten Höhen. Denkt dran, die Tragfähigkeit von den Dingern, aber das ist ja auch in den anderen Tutorial-Videos schon alles erklärt, nicht über die Tragfähigkeit hier mit der Schnur gehen, sonst bricht euch was kaputt. Und ja, dann hier einfach schön entspannt die dicken Dinger rausziehen. Sehr, sehr geil. Hier kommt der nächste Teil auf dem Regenwurm. Richtig schön, ey. Richtig schön. Dicke, fette Karausche. Petri, ihr Lieben, zieht raus die Brocken. Wenn ihr Fragen habt, kommt einfach im Livestream montags, mittwochs und freitags auf Twitch. 21 Uhr geht's los. Schreibt unten was in die Kommentare. Auch da gucke ich regelmäßig rein und beantworte die natürlich gern. Aber auch die Kollegen und die ganzen Petri-Brüder hier im Chat und auch im Ingame-Chat, die, ja, die geben natürlich auch immer gerne Tipps und Tricks. Von daher, lasst euch nicht entmutigen, gebt einfach Gas, da wird schon was gehen. Und ja, jetzt mal ein bisschen weiter angeln hier. Ich muss noch Level 22 werden, bevor ich mich dann endgültig entscheide, was ich mit diesem Angler hier mache. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.